Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers Gameplay. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon ein bisschen erläutert, wie der Werdegang war und wie der große Sprung, den wir in der Entwicklung unserer Base gemacht haben, so ein bisschen zu erklären ist. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen offscreen weitergemacht. Wir schauen uns das kurz mal an. Ein paar Kleinigkeiten, also keine entscheidenden Sachen, sondern ich würde mal sagen, so Routine-Geschichten. Zum einen hier das geschweißt. Wir schauen uns das mal von oben an. Also die ganze Plattform hier fertig geschweißt. Dann haben wir da drüben ein neues Solarpanel. Das hier, ein viertes, das ist hier angeschlossen. Die vier beschatten sich gegenseitig, wenn die Sonne da drüben steht, so wie jetzt. Das ist ein bisschen ungünstig natürlich, aber irgendwo nicht zu vermeiden. Ja, wenn die in einer Linie stehen oder wenn die, egal wie die stehen, irgendwann kommt die Sonne eben herum und dann beschattet eins das andere. Und ja, man hätte das jetzt so bauen können, fällt mir gerade auf, dass die in einer Linie da zum Planeten sind, weil dann beschatten die sich maximal wenigstens, ja, die beschatten sich ja genau zweimal, wenn die Sonne in der Ecke steht und wenn die Sonne gegenüber steht, dann beschatten die sich, ne? Einmal ist das ganz vorne und einmal ist das ganz vorne, das Pinnen. Und einen Schattenwurf könnten wir vermeiden oder im Prinzip eliminieren, indem wir die so stellt, dass die in einer Reihe zum Planeten sind. Weil wenn die Sonne hinterm Planeten ist, dann ist sowieso Nacht. Und wenn die sich dann gegenseitig beschatten, dann ist das kein Nachteil, ne? Weil die dann sowieso im Dunkeln sind. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht bedacht. Vielleicht beim nächsten Mal. So, also hier haben wir das. Wir haben das zusätzliche Solarpanel. Das habe ich hier angeschlossen. Und der Hintergrund, warum ich das gerne haben wollte, war, dass ich festgestellt habe, dass unsere vier Gravel, das sieht man jetzt, ja, die produzieren da ganz ordentlich, dass unsere vier Gravel, Maschinen hier unten, die also den Schotter in verwertbare Barren umwandeln, nicht ausreichen. Da hat man vier. Und das habe ich ja zum 10-mal erweitert auf 14. Wobei die jetzt natürlich 14 Megawattstunden an Energie ziehen, sprich Strom. Und das hat unser bestehendes Panelfeld. Oh, da oben hat uns was getroffen, sehe ich gerade. Interessant. Okay, oder wir sind. Oder unsere Geschütze haben dahin geschossen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, okay. Na, dann packen wir uns doch mal kurz ein paar Solarpanels rein und reparieren das gleich. Ja, also die Energie war da nicht ganz ausreichend. Und deswegen habe ich dann dieses vierte Solarpanel da hingestellt, was ja, das sieht man daran, dass ich noch das Solarpanel noch im Menü habe. So. Ja, und das bringt unsere Energieversorgung wieder ins Gleichgewicht, oder besser gesagt, da haben wir jetzt wieder Überschuss. Also da ist, denke ich, kein Problem. Ja, das ist auch ein bisschen beschädigt worden. Das ist okay. Das ist beschädigt worden. Das ist okay. Und ich denke, das da drüber ist beschädigt worden. Ja. Okay. Also ich denke, da hat uns ein Meteorit getroffen, vermute ich mal. Interessant. So, da war also eine kleine Lücke in den Solarpanels. Ja, gut, also das ist okay. Und
Jetzt sind wir wieder im Gleichgewicht, was das betrifft. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier die Plattform ein bisschen mehr verschweißt. Man sieht also hier, da war vorher nur so ein Kranz an Blöcken rum. Das habe ich jetzt hier ein bisschen, das habe ich hier ein bisschen weiter verschweißt, weil ich ja dann doch irgendwann die Fabrik nochmal hier nochmal einen Hänger davor setzen möchte und so weiter und so fort. Was jetzt noch immer nicht ganz aufgearbeitet ist, sind die Erze. Man sieht also hier, dass er noch Magnesium 136 K Magnesiumerz zu verarbeiten hat. Und der Rest ist aber durch. Das heißt also, er muss noch das Magnesium wegarbeiten, dann ist er mit den Erzen durch. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir ein bisschen zur Seite schauen, dann sehen wir, dass wir also jetzt Kobalt 186 K, das ist schon ganz okay. Eisen sowieso mit 6,2, da waren wir bei 6,6 das letzte Mal, aber das ist dem geschuldet, dass wir eben jetzt jede Menge geschweißt haben, vor allem eben diese Blöcke, die Bodenblöcke und so weiter, also die hauptsächlich Stahlplatten brauchen. Da haben wir also Stahlplatten nachproduziert. Naja, und das hat uns jetzt gerade mal 400 K Eisen gekostet, ne? Dann haben wir hier Magnesium mit 14,5. Das wird natürlich noch deutlich steigen, wenn er das Erz hier verarbeitet hat. Nickel haben wir sowieso gute Ausstattung. Platin mit 2K, ja, ist natürlich nicht schlecht, aber ich würde jetzt sagen mal geringer Wert. Dann Silizium sowieso mit 1,4 okay. Silber 35 ist auch okay. Gravel sieht man, ist jetzt deutlich zurückgegangen auf 411. Da waren wir auch bei 600 irgendwas. Also das ist schon 200 runter. Das heißt, die 14 Maschinen da unten, die leisten da schon ganze Arbeit. Und dann haben wir noch 3,7 K Uran. Also wir brauchen, denke ich, Uran, Platin und Gold, wenn wir wieder mal eine Runde machen. Und ich würde sagen, ja, man könnte jetzt hier weiterbauen. Da drüben habe ich noch den Steuerstand schon hingebaut für das vierte Solarpanel. Wer das noch nicht kennt, ihr werdet es alle kennen, aber ich erläutere es mal ganz kurz. Das Solarpanel hat ja hier, oder die Solardinger haben hier zwei Rotoren, die aufeinander gestellt sind. Der eine hier senkrecht, der andere steht hier drauf. Da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit einem Scharnier zu arbeiten. Das wäre auch nur eine Möglichkeit, war auch mal in den Kommentaren, geht genauso. Und wir haben hier eine Kamera. Und der Steuerstand, der macht das Ganze jetzt rund. Also man setzt es so auf, dass das rechtwinklig zueinander steht. Dann kann man hier eben die Konstruktion, die Haltekonstruktion für die Solarpanels dran bauen und dann hier die Solarpanels. Und der untere Rotor dreht praktisch das in der waagerechten. Ja, also und der liegende Rotor ist dafür zuständig, dass das Feld geneigt wird. Wir haben jetzt die Situation hier, dass die Sonne im Prinzip fast hier am Äquator in Anführungszeichen rumläuft. Das heißt, die Neigung der Solarzellenfelder ist jetzt nicht groß und ändert sich auch nicht großartig. Aber es kann natürlich, je nachdem, wo ihr euch befindet, ist dann die Neigung wichtig. Und einstellen tut man das hier mit diesem Steuerstand. Den findet man in den Blöcken unter Steuerstand, und das ist der hier, dieser Steuerstand. Und ja, wenn man den einstellt, dann kann man hier im Prinzip, da kann man Millionen von Sachen einstellen, aber die wesentlichen Einstellungen sind hier der Azimutmotor zuweisen. Und ich sage immer, ich benenne immer die Rotoren in unten, das ist also dieser stehende, der auf dem Sockel aufsitzt, und in den Rotor oben der liegende Rotor. Und der Azimutmotor, das ist also praktisch der sich dreht, und der Elevation ist der die Neigung, für die Neigung zuständig ist. Die weist man hier zu, und dann sagt man noch, die Kamera, zugewiesene Kamera,
ist dann die Kamera 4. Ich nummeriere die auch durch, also das Solarfeld 1, 2, 3, 4 und jeweils die zwei Rotoren und das Solar, die Kamera. Und der Clou ist, und das darf man nicht vergessen, das habe ich immer wieder mal vergessen, dann muss man hier einschalten, visiert stets die Sonne an. Ja, sagt man also an. Und eigentlich ist das so eine Waffen, ein Waffensystem, mit dem man eben Millionen von Dingen hier auch nochmal einstellen kann. Ich werde mich da sicher auch nochmal ein bisschen näher damit befassen, aber das führt eben dazu, visiert immer die Sonne an, bedeutet die Kamera zeigt immer zur Sonne, ja, egal wo die Sonne am Himmel steht. Und das, um das zu erreichen, stellt dann diese Steuerung die Rotoren so ein, dass es eben die Neigung und die Drehung so bewerkstelligt wird, dass diese Rotoren eben entsprechend sich drehen, so weit wie das nötig ist. Der untere ist also hier bei mir jetzt der, der die Hauptarbeit macht, weil die Solarfelder, man sieht es auch, die drehen sich dann so ein bisschen immer stückweise rum, werden also immer der Sonne nachgeführt. Und das führt dazu, dass eben die Solarzellen immer zu 100% in der Sonne stehen, also nie schräg angeleuchtet werden. Und damit hat man natürlich die maximale Ausbeute. Und ja, soweit kleiner Ausflug zu den Solarfeldern. Das ist also eigentlich Business as usual. Ne? Also nur eben, wenn man sie so hintereinander baut, dann beschatten die sich auch irgendwann mal gegenseitig und dann liefern die eben weniger Strom. Und wenn die Sonne eben hinterm Planeten steht, dann gibt es auch kein Licht und dann auch eben keine Sonne, keine Energie. Aber dafür hat man eben dann die entsprechenden Batteriekapazitäten. Das ist hier das da. Und wenn wir jetzt mal kurz so eine Batterie anvisieren, dann sehen wir, die wird jetzt noch, obwohl so viel Schatten ist, na, jetzt ist sie auf Null. Ja, die wechselt im Moment. Aber jetzt sind sie ziemlich stark. Ja, man sieht schon, irgendwas ist jetzt hier. Ja, es ist der Schattenwurf, ist ziemlich stark wahrscheinlich. Ich weiß nicht so richtig, was das Problem ist, dass er jetzt hier manchmal auf Null geht. Aber man sieht, im Normalfall liefert er nur so, naja, jetzt 900 irgendwas, also er kann sich im Moment nicht so richtig einigen. Aber so um die 500 Kilowatt liefern die Solarzellen noch, auch wenn sie beschattet werden. Und im Moment haben wir eh kein Problem. Naja, klar, wenn die gehen auf Null, wenn aktuelle Zufuhr, wenn die aufgeladen ist, das ist der Grund. Ne? Also man sieht, die geben natürlich 500 irgendwas ab und sind aber vollständig geladen mit 3 Megawattstunden. Das heißt, das ganze Batteriefeld ist im Moment geladen. Und im Normalfall, wenn alle Solarzellen, jetzt die vier Felder, in der Sonne stehen, also sich nicht beschatten oder auch nicht hinter dem Planeten im Schatten liegen, dann haben die irgendwas, dann wird pro Batterie mit irgendwas 800 so und so Kilowattstunden geladen und 530 ist die aktuelle Abgabe. Das heißt, wir haben netto 300 irgendwas an Überschuss und das führt dazu, dass die Batterien eben geladen werden. Wir haben 2040 56 Batterien im Moment am Start und die können bei dem aktuellen Verbrauch, den die Base hat, reichen die 6-7 Stunden bei totaler Dunkelheit. Also es gibt uns auch genügend Zeit, um, falls wir mal Energieknappheit haben, da zu reagieren. Und das andere ist natürlich, die Batteriekapazität ist auch wichtig, dass wir eben hier den hier, und da habe ich auch einiges an Batterien drinnen, da haben wir ja Jump Drives. Ich zeige euch den mal, weil den habe ich euch im letzten gar nicht so richtig gezeigt, nur von außen. Also es ist auch ein bisschen ein Versuch, wie immer provisorisch. Also ich habe hier einen Steuerstand. Klar, den wollte ich, weil es hier drinnen sonst zu wenig Platz gibt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, diese Steuerstände hier, die lassen sie nicht an einen H2O2-Generator anschließen. Das heißt, wenn man hier drin sitzt, wird man zwar mit Energie versorgt,
aber nicht mit Sauerstoff und Wasserstoff. Deswegen habe ich da oben noch mein Cockpit hingebaut. Und da kann man also, wenn wir mal kurz schauen, ja, wir haben also jetzt O2 und Energie und Dings. Und wenn ich jetzt hier mich ins Cockpit beame, dann werde ich hier aufgeladen, Energie, Sauerstoff und Wasserstoff. Das ist also, damit ich unterwegs auch die Chance habe, mich aufzuladen. Ne? Und gut, dann haben wir dahinter zwei große, hier ist der H2O2-Generator und da haben wir noch einen Cargo-Container für Eis. Und dahinter anschließen, hinter diesem Ding, schließen sich zwei große Frachtcontainer an. Da ist der erste, hier ist der zweite. Und hier drüber, oben drüber, haben wir zwei, auf jeder Seite zwei Sprungtriebwerke, also zwei Jump Drives, links und rechts. Das sind insgesamt vier Jump Drives. Ne? Das ist schon ganz okay. Und dann kommen hier eine Batterie, die seitlichen Triebwerke, auf der anderen Seite die. Nach hinten haben wir große, hier haben wir ein Gyroskop, ein großes. Und so weiter und so fort. Also das sind die Details, ist glaube ich nicht so Ding. Und ja, ich bin immer nach wie vor nur unglücklich mit meinem Design. Hier habe ich dann die Krankenstation, dass ich also mir zur Not auch nochmal Energie holen kann, wenn es gerade pressiert. Obwohl ich hier eigentlich die Stühle habe. Also ist eigentlich ein bisschen unnütze, aber naja, wer weiß. Und eigentlich hätte ich dann ganz gerne den Gang hier nach hinten offen. Aber naja. Wie dem auch sei. Ich habe mal versucht, das Ding dicht zu kriegen. Hier mit dem hier, aber das ist mir irgendwo noch nicht gelungen. Also ich vermute, dass hier drüben eben mit den Triebwerken oder mit irgendwelchen Kanälen, die ich hier verbaut habe, das noch nicht ganz dicht wird. Jedenfalls springt der H2, der Lüfter oben eben noch nicht an, auch wenn die Tür zu ist. Aber okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir hier ja, belüftet sind, in Anführungszeichen. Gut, und ich habe, wenn wir uns hier mal kurz reinsetzen, dann sind hier einige Batterien drinnen. Das ist das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, wenn wir hier mal sagen, wir wollen Batterie. Dann können wir hier rollen und ich habe hier die Benennung, die Systematik der Benennung habe ich ein bisschen geändert. Ich habe erstmal immer das Objekt, um das es geht, also der Frachter. Ich beginne immer mit den Batterien, so wie hier Batteriejäger, weil dann kommen immer alle Batterien. Und wenn man das Schema ändert und sagt, ich habe erstmal den Frachter, also das Teil des Schiffs oder das Teil von der Base, um das es geht, nach vorne gestellt, dann kriege ich hier eben alles, was zum Frachter gehört, in einem Ding. Oben habe ich natürlich die Batterien, jetzt nur die Batterien, weil ich habe hier noch Batterien sortiert. Und da sieht man schon, ich habe 18 Batterien hier drin. Und das sind große Batterien mit 3 Megawattstunden. Ups. Und das führt dazu, dass wir eben ziemlich viel Kapazität haben. Wir haben 4 Sprungtriebwerke. Das heißt, wenn ich jetzt weite Sprünge mache, was ich bisher noch nicht gemacht habe, dann werden ja die Sprungtriebwerke komplett entladen, müssen dann wieder aufgeladen werden. Die haben auch 3 Megawatt. Das heißt, ich kann im Prinzip 4 mal 4 ist 16 und dann habe ich noch die Kapazität von 2 Batterien so für den Rest vom Schiff. Das heißt, sage ich mal, grenzwertig könnte ich jetzt 4 komplette Long-Distance-Sprünge machen. Mit vier Sprungtriebwerken. Und wenn wir hier mal schauen, die 4, dann sehen wir, dass wir hier maximale Sprungdistanz 4300 Kilometer weit kommen. Und ich denke, das ist für jedes Triebwerk. Das heißt also, wenn ich jetzt hier sage, ich kann nicht mehr. Oder kann ich da mehr? Nee, kann ich nicht mehr als die 4000. Also ich denke, das ist dann eh schon das Maximum. Ne? Wenn ich jetzt hier sage, ich springe mal irgendwo hin. Kann ich jetzt schon springen? Nee.
Sprungtriebwerk ist 4. Sprungwehr blockierte Blockkonstruktion ist gesperrt, ja klar. Also, dann müssen wir schnell mal hier um aufs andere Ding und uns abdocken. Ich dock mal ab. Und jetzt war ich zu langsam bereit zum Zack. Ach, jetzt habe ich die Batterien habe ich natürlich nicht auf Auto gestellt. Okay, so, also hier Konzentration. Und jetzt können wir hier uns ein bisschen abdocken. Und wo ist mein Fadenkreuz da vorne? Wenn ich jetzt hier sage Sprungdistanz, also ich möchte mit 4, dann kann ich jetzt Entfernung zur Nähe der Koordinaten 6000 Kilometer. Prozentualer Anteil der Umsetzung an Sprungdistanz 100%, 6600 Kilometer kann ich also jetzt mit den 4 Jump Drives springen. Wir sind 1,5 Tonnen, sind wir schwer. Genau. Also das ist schon eine ganz ordentliche Distanz, 6000 Kilometer. Wenn man mal überlegt, also ich habe hinten so, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal anpeilen, irgendwo haben wir den, die Unyielding Merchants da hinten, da haben wir noch so eine Markierung aus den Pads. Das sind 4000 Kilometer, das ist irgendwie der Mars oder der, der andere Planet. Mir fehlt der Name immer nicht ein. Irgendwas mit P. Der ist 4000 Kilometer weg. Also da könnten wir mit einem Sprung könnten wir da hinspringen. Ne? Und würden die maximale Distanz noch nicht mal ausreizen. Das heißt, wir könnten da hinspringen und wir würden mit den Batteriekapazitäten auch wieder zurückkommen. Tja, das ist also so die Kiste. Und jetzt schaue ich gerade mal noch kurz ins Inventar, weil wir haben das letzte Mal einen, da haben wir 900 und da haben wir 2000, jo. Wir haben das letzte Mal noch einen, das war übrigens auch mit Ü, ein Hinweis in den Kommentaren, vielen Dank dafür, dass wir hier diesen Liefervertrag, den müssen wir noch erfüllen und mit Ü können wir die laufenden Lieferverträge sehen und da sieht man jetzt, wir müssen eben noch Sensorkomponenten machen. Ja, dann können wir nämlich gleich mal testen. Jetzt müssen wir nur den hier einfahren. Dann habe ich über einen Kolben angeschlossen. Ein bisschen fancy. Aber ja, das ist eben wie gesagt so ein Versuchsteil. Und gut, und wenn wir jetzt hier rüberfahren, dann sehen wir da links unten, müssten jetzt der Mond, ist der Mond, taucht der Mond auf und da sehen wir jetzt diese, die Handelsstationen, die da unten am Mond sind. Also die sind nicht auf dem Mond, das würde ich mich jetzt auch nicht trauen, dass ich da mit dem Teil tatsächlich auf dem Mond lande, weil das doch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Triebwerke das mitmachen würden, aber da sehen wir, also die sind drei Stationen im Orbit und ein bisschen weiter entfernt ist sogar noch eine Piratenstation, aber die habe ich natürlich noch nicht angeflogen. Ja, wir können jetzt mal einfach in die Richtung 250 Kilometer springen und da sind wir schon beim ersten, bei meiner ersten Frage in Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt hier, ich stelle ja, ich gehe hier rein und sage Sprungtriebwerke und jetzt kann ich das im ersten Sprungtriebwerk einstellen, das habe ich auch in der Bedienleiste unten und da kann ich jetzt die Sprungdistanz einstellen, aber die kann ich hier nur
über den Ding einstellen, relativ grob. Und ich kann hier, sehen wir 210 Kilometer, ne? 259. Wenn ich da mit Steuerung reingehe und klicken, dann kriege ich die. Ups, kann ich da doch jetzt die Kilometer einstellen? Entfernung 200, 250. Nee, zwischen 0 und 100 eintragen. Ja, genau, das sind nämlich die Prozente. Das sind nämlich die Prozente, die man da einstellt. Das sind jetzt hier 3% unserer Maximalleistung. Und ich kann da 3%, aber woher soll ich wissen, wenn ich jetzt 700 Kilometer weit springe, wie viel Prozent das da sind? Kann man natürlich ausrechnen, aber ich finde das ein bisschen mühsam. Und hier ist rechte Maustaste ist, hier kann ich das einstellen. Mit linker Maustaste komme ich da rein. Steuerung und linker Maustaste komme ich da rein. Und was ist mit der mittleren? Die hat da keine Funktion. Rechte ist Maximum. Brauche ich aber jetzt im Moment auch nicht. Also, das ist noch, wie stelle ich hier die Kilometer ein? Das, vielleicht hat da jemand von euch eine Ahnung. Oder man stellt sich eben, man macht sich eben Markierungen, die man anspringt. Das wäre die andere Sache. Und jetzt kann ich eben sagen, zack, wir gehen ins Panel 1, die 4 ist das Sprungtriebwerk. Und dann sagen wir 258 bla 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 Kilometer. Wir schauen noch mal kurz, wie weit die weg sind. 253 in der Regel. Also das würde schon hinhauen. Und dann sagen wir, okay, springen wir. Dann haben wir eine ganz kurze Kaffeepause. Und dann sind wir dort und dann schauen wir uns da mal um. Jetzt sind wir am Mond. Genau. Und ich möchte gerne die Royal Artisans, weil das sind die, mit denen wir bisher die besten Beziehungen haben, in Anführungszeichen. Das sind hier 16 Kilometer. Und da springen wir einfach mal direkt hin. Versuchen da mal. Und das ist eben hier jetzt das Problem. Natürlich, ich hätte mir da, als ich das letzte Mal da war, schon eine Markierung setzen können. Habe ich verpennt. Aber wie gesagt, 16 Kilometer, dann muss ich jetzt hier schon ein bisschen, kann ich gar nicht, kann jetzt 14 Kilometer einstellen, ne? Also das wäre, vielleicht hat da einer von euch eine Ahnung, wie man da die Kilometer einstellen kann, ne? Okay, ja, jetzt hat er ein bisschen gebraucht, um nachzuladen. So, jetzt können wir den nächsten Sprung machen und wir sehen jetzt die 16 Kilometer oder die 14, die wir jetzt da springen. Das ist im Prinzip für die Sprungtriebwerke nichts, die sind also in Sekunden sind die wieder aufgeladen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir springen weiter, ist zu 99,39 geladen, 79 und jetzt sind wir schon wieder geladen. Ne? Okay, also soweit. Ich denke mal, das ist von der Ausstattung her ganz okay. Wo ist jetzt wo ist jetzt die Markierung? Supreme Construction, die wollte ich jetzt nicht. Genau unter uns. Ah, okay, ja, das ist super. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen nach vorne und ich gehe nach unten, weil ich docke gerne an die Basis rückwärts an, weil ich festgestellt, das ist so ein bisschen die Konstruktionskiste. Ich habe hinten die beiden großen Triebwerke, nach vorne habe ich nur vier kleine. Das heißt, das Ding bremst nach vorne nicht so stark wie nach hinten. Oder nach unten. Also ich habe nach oben, nach unten, vorne, links, rechts habe ich überall die vier kleinen Triebwerke und das sieht man jetzt schon. Das Ding ist natürlich schwer, ist ziemlich beladen. Das ist schon ein bisschen Masse. Da braucht er also ganz schön, um da dann wieder zu bremsen, sich einzubremsen. Ne? Das sieht man also jetzt hier. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter nach unten.
Und deswegen docke ich gern jetzt, habe ich bei den letzten Malen, war das so, docke ich da gerne rückwärts an, weil die Triebwerke hinten, die bringen uns ziemlich schnell zum Stehen. Mehr oder weniger instantan. Das heißt, wenn man sich da mit der Geschwindigkeit ein bisschen verschätzt, dann ist man da relativ gut, hat man da ein bisschen Sicherheit, ne? Weil die Triebwerke ziemlichen Kraftüberschuss mitbringen. Und das hilft. Da sieht man, also er beschleunigt relativ langsam mit den kleinen Triebwerken. Da muss ich vielleicht einfach nochmal was umbauen und muss sagen, okay, wenn wir vorne machen, dass man nach vorne auch einfach entsprechend, jetzt sieht man schon die Triebwerke hinten, ja, wie schnell er jetzt mit der Geschwindigkeit runterkommt. Also die Triebwerke hinten bremsen uns auf kürzeste Distanz, bremsen die uns also da raus. Und vielleicht würde das ganze Schiff nochmal umstehen auf große Triebwerke. Wir müssen sowieso ein bisschen nach unten, weil wir ja in die Ebene rein müssen, auf den Äquator sozusagen, weil irgendwo hier wird dann der Andockstutzen sein. Genau, und da sieht man also schon die Station. Und ich denke, wir stehen gar nicht so schlecht bezüglich dem Verbinder. Sieht man schon, also innerhalb von 100 Metern oder 200 Metern bringen uns die Triebwerke zum Stehen. Das ist also schon eine tolle Sache, ne? Die großen Triebwerke. Und ich denke, ich würde auch dann nochmal, jetzt haben wir hier keinen Verbinder. Müssen wir schnell schauen. Der Verbinder ist, der ist da rechts. Da ist der Verbinder. Und wir müssen ein bisschen nach unten, wenn wir waagerecht andocken wollen. So, und jetzt gehe ich da mal mit in die Blase rein, damit man da mal ein bisschen, oder auch nicht. Ja, das Andocken ist immer noch ein bisschen schwierig und aufwendig, finde ich. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach hinten. Und auch da bin ich beim Rückwärts bin ich ganz froh, oder wenn man da ein bisschen diese Reserve hat, weil man sieht, er steht praktisch sofort, wenn ich also jetzt zack, die Triebwerke, die blitzen kurz auf und dann steht die Kiste. Und das ist eben mit den kleinen Triebwerken nicht so, die brauchen eben da relativ lang, bis die ihn da auf Kurs bringen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen hoch, wir sind zu niedrig und jetzt sind wir auch vorbeigeflogen, denke ich. Wir schauen mal, ja, wir sind vorbeigeflogen, müssen wir also wieder zurück. Wir sind auch ein bisschen zu hoch. Also, ja, da müssen wir nochmal schauen, dass wir ein bisschen, wie soll ich sagen, dass wir bei den Triebwerken ein bisschen mehr Kraftüberschuss haben. Jetzt müssen wir unseren Rüssel ausfahren. Damit wir sehen, wo wir andocken. Und ja, das ist eben dann die Kiste mit dem Handeln. Und ich hatte, jetzt bin ich da in der Sonne. Wir drehen uns mal, damit wir die Sonne im Rücken haben. Das war, da konnte ich eben nicht handeln, ne? Da konnte ich dann nicht handeln. Das heißt, ich konnte schon handeln, aber nichts wirklich Ernsthaftes. Also die haben mich, ich konnte da Plüschtiere und Zone-Chips, was ja auch ganz okay ist, kaufen. Ich habe immer den Ehrgeiz, dass ich mich relativ gerade dahin andocke. So, wenn wir jetzt zurückgehen.
dann sollte das schon passen. Wir stellen uns das mal ein und er sagt eh schon bereit zum Verbinden. Jetzt haben wir verriegelt. Okay, und jetzt gehen wir auf die 1 und sagen aus. Okay, und jetzt sehen wir auch, mein Sauerstoff ist fast zu Ende. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier mich da oben andocken. Und ja, und jetzt können wir eben da mal reingehen und können unseren Vertrag erfüllen. Das denke ich war hier, wenn ich mich nicht alles täusche, dann war das hier. Die haben hier keine Luftschleuse, sondern da geht auch die Luft flöten. So, Contracts. Wir schauen mal kurz. Den kann ich hier nicht erfüllen. Shit, da bin ich hier im Falschen. Da bin ich hier bei dem Falschen. Okay. Naja gut, okay, was haben wir denn hier für Lieferverträge? Wir können Supraleiter liefern und die haben wir. 40 Stück, die haben wir sicher. Die nehmen wir also. Was haben wir hier noch? Wasserstoffflaschen haben wir nicht. Eisenerz haben wir leider auch keins dabei. Das hätte man mitnehmen können, das wäre kein Problem gewesen. Eisenbahn hätten wir auch mitnehmen. Ich glaube, Eisenbahn haben wir. Die nehmen wir. Wasserstoffflaschen, Eisenerz. Ja, das war es hier schon. Also wir haben hier schon Verträge und das sehen wir jetzt gleich hier. Das sehen wir eh. Nee, wir können die gleich erfüllen. So, wenn ich jetzt hier die angenommen, dann bin ich hier bei den Royal Artisans. Okay, da bin ich. Wenn ich jetzt sage, hier erfüllen, dann können wir sagen, nimmst die aus dem Schiff und das haut hin. Und den können wir auch erfüllen. Nimmst du auch aus dem Schiff und zack. Ja. So. Die Sensorkomponenten müssen wir dann bei den anderen uns überlegen. Und jetzt können wir hier mal kurz reinschauen in die Fraktionen. Und jetzt bin ich eben bei den Royal Artisans, bei denen. Und da sehen wir, da bin ich jetzt bei 48. Ich weiß nicht, ob die 50 irgendwie so eine magische Grenze ist. Aber, also knapp unter der 50, wenn ich jetzt hier reingehe, dann kann ich hier handeln. Ich kann Zone Chips kaufen. Mein Kontostand ist relativ gut, aber der rührt noch daher, dass ich unten auf dem Planeten bei dieser, ganz am Anfang schon, haben wir mit der Handelsstation, die gleich um die Ecke war, gehandelt. Und da haben wir uns mal ein relativ gutes Polster irgendwie verschafft. Da haben wir 60 Millionen oder sowas. Das ist jetzt eben schon runtergegangen, weil ich da relativ viel Zone-Chips und bla bla und so weiter gekauft habe. Aber wir sehen schon, da ist jetzt nichts mehr, nichts Interessantes, was ich kaufen kann. Ne? Also ich kann Klang-Cola kaufen und so weiter. Zone-Chips ist alles nicht schlecht. Aber ich kann hier auch nichts verkaufen. Ich kann hier keine Komponenten oder keine Erze oder sonst was verkaufen. Also das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen seltsam irgendwie. Und vielleicht habe ich da was falsch gemacht, weil ich bei allen irgendwie, mit allen irgendwie versucht habe zu handeln. Wir können mal hier, da geht es um den Hangar raus. Da wollen wir eh nicht raus. Also ich habe jetzt natürlich versucht, mit allen zu handeln. Möglicherweise hat das irgendwie meine Reputation zerstört. Keine Ahnung. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist ein bisschen, ja, mäßig. Ich meine, ich kann hier Verträge erfüllen. Das ist ganz okay. Und wir müssen jetzt mal schnell schauen. Mit Ü kann ich da rein. Ja, wir brauchen die Unyielded Settlers. Die brauchen wir jetzt. Die haben wir hier auch in der Ecke. Und wir docken mal ab. Also wir schmeißen mal unsere Triebwerke an, dann docken wir ab und fliegen los. Und den Rüssel muss ich, glaube ich, gar nicht einfahren jetzt im Moment. Jetzt können wir schon mal schauen, wo haben wir die Royal Artisans? Das ist der, wo wir eh sind. Und dann kommt da unten, haben wir die Unyielded Settlers, die sind da unten, 24 Kilometer. Also da müssen wir jetzt ein bisschen um den Mond rum.
Natürlich nicht zu Fuß, wir werden da springen, aber das machen wir mit zwei, drei Sprüngen. Ja, die sind da, die Anjil, die Zettlers, die sind genau hinterm Mond im Prinzip. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, ob wir links oder rechts rumfliegen. Aber ich würde mal sagen, wir fliegen hier mal. Hops, muss umschalten. Einfluss der Schwerkraft. Sind wir jetzt zu nahe? Ja, wir sind zu nahe am Planeten. Okay, vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen weg. Dann nehmen wir mal die großen Triebwerke und da sieht man, den großen Triebwerken geht das ganz flott, ne? Also da beschleunigt er ziemlich heftig. Aber ich habe hier keine Schwerkraft angezeigt. Tja, ich weiß auch nicht. Jetzt kann ich springen, 16 Kilometer. Also wir springen mal in die Richtung. Ich glaube, da rechts hinterm Horizont ist dann die Station der Unyielded Settler. Schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Irgendwo ist hier auch die Piratenstation. 26 Kilometer, zwei verschiedene Signalquellen. Was ist das da drüben? Das ist dieser Unyielded Merchant Beacon. Okay, und da habe ich auch, glaube ich, eine Markierung gesetzt. Wir können mal versuchen, die Markierung anzuspringen. Jetzt habe ich wieder vergessen, eine Markierung zu setzen bei den, bei der Station. Wir können da nämlich sagen, ich möchte, wo habe ich es denn? Sprungtriebwerk, blinder Sprung, da ist. Die waren's. Das habe ich Sprungmarke genannt, ne? Auswählen. So, und jetzt können wir mal schauen, können wir da hinspringen? Ja, können wir hinspringen. So, okay, wo sind wir da gelandet? Mal schauen, wo ist die Station? Die ist irgendwo jetzt hier Richtung Planeten, vermute ich mal. Da drüben ist sie, ja. Da ist sie. Also links rum. Das ist jetzt gar nicht die wir eigentlich suchen. Man sieht die sehr schlecht gegen den Planeten. Man sieht nur so ein bisschen, weil das Bild hier ein bisschen 1,5 Kilometer. Dann können wir uns mal langsam vorsichtig rantasten. Also ich denke, wir brauchen bei dem Ding mindestens vorne auch zwei starke Triebwerke statt der vier kleinen, zwei große. Weil das ist einfach zu fummelig, bis man hier mit den kleinen Triebwerken irgendwie da zu Rande kommt. Und wenn ich nicht aufpasse und zu stark beschleunige mit den Hecktriebwerken, dann kriege ich das nicht mehr gebremst bis mit den Fronttriebwerken. Ne? Und wenn ich da aber vorsichtig bin und gar nicht so stark beschleunige, dann braucht man ewig, bis man die Distanz überwinden. Ne? Die paar hundert Meter jetzt mit 10 Metern pro Sekunde, da braucht man natürlich entsprechend lang. Aber wenn ich zu sehr beschleunige, dann kriege ich es nicht mehr gebremst. Also insofern wäre meine Empfehlung wirklich, die Triebwerke irgendwie symmetrisch zu halten.
Das wäre so eine Regel von mir, dass ich sagen würde, ja, wenn man hinten zwei starke hat, dann brauche ich vorne auch zwei starke. Ne? Seitlich könnte man dann sagen, okay, man kann damit leben, dass man asymmetrisch, also schwächere hat, weil noch seitlich ist man ja eh nicht so stark gefordert. Ja, da ist der, glaube ich, der Ding eh schon. Ja, genau, wir müssen da schon runter. Können uns gerne mit drehen. Stellen wir uns mal waagerecht und in die richtige Richtung, damit wir mal ungefähr wissen, wo wir sind. So, und jetzt genau, schalten wir das mal aus. Ein Stück nach unten. Und ein ganzes Stück nach vorne. Nach vorne ist nicht unser Problem. Nach vorne geht er schnell. Und ich glaube, das sind schon die richtigen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Das sind eh die, wo wir hinwollen. So, die Höhe stimmt, aber wir sind noch deutlich daneben. Also das Andocken ist schwierig, deswegen, ja, also diese Dinge, die ich dir in der letzten Folge noch am Schluss angesprochen habe, mit einer Base, die man im Prinzip in die Nähe und dann mit so einem Rüssel andocken, das hätte schon was für sich. Und ich weiß nicht, ist das ein Mod oder ist das in Vanilla drinnen? Von wegen, jetzt bin ich komplett daneben hier. Ja. Muss ich gerade konzentrieren, sorry. So, jetzt schauen wir mal. Können wir hier schon docken? Ja, wir können docken. Wir sind ein bisschen schräg, aber das ist jetzt auch egal. Triebwerke aus. So. Mit so Portalen, so Sprungportalen, wo man so teleportieren kann. Das wäre natürlich auch nochmal super, wenn man sowas hätte. Ne? Weil dann könnte man in der Station sagen, legt er schon ein kleines bisschen. Dann könnten wir in der Station sagen, draußen, ich habe so ein Sprungportal und dann springe ich das Ding eben an, versorgt es mit großen Frachtern immer wieder mit allen möglichen Materialien, die ich da handeln kann und will. Und egal, was dann hier gerade gebraucht wird in der Handelsstation, man sieht hier, ich habe wieder die Zone-Chips, also Zone-Chips kann ich kaufen ohne Ende und Cola. Aber ich kann nichts verkaufen. Ich kann nichts verkaufen, ich kann einkaufen und ich kann Verträge machen. Und da habe ich das letztens schon eben diese Lieferverträge hauptsächlich. Jetzt können wir hier mal die angenommenen Verträge. Die kann ich hier, ich bin wieder nicht richtig, ne? Okay, aber wir schauen trotzdem mal, ob es hier Lieferverträge gibt, die wir gleich mitnehmen können. Triebwerkskomponenten, ja, die haben wir. Panzerglas haben wir sicher auch. Und Magnesiumpulver, glaube ich, habe ich nicht dabei. Da müsste ich nochmal nachschauen. Wir schauen jetzt erstmal, wo wir sind. Wir sind bei den Unyielded Merchants. So, jetzt können wir hier sagen, okay, zack. Und den können wir auch erfüllen. Und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, wenn man mit allen gleichzeitig handelt. Vielleicht ist das etwas, was meine Reputation dann eben bei den anderen wieder zerstört, ne? Was ist hier das Problem? Habe ich keine. Oh, ich habe nicht genügend Panzerglas dabei, kann das sein? Das ist ja blöd. Aber wir schauen noch mal schnell.
Ups. Also, das ist auch blöd, dass ich drüben eben nicht nachschauen kann. Ne, wir haben nur noch 12 Panzerglas. Scheibenkleister. Okay, na gut, dann bleibt der Vertrag wieder stehen. Aber wir haben Magnesium dabei. Wie viel? Kann ich jetzt auch nicht lesen. 1700 irgendwas, ne? Oder 1,74k. Also ich denke, wir können uns trauen, dass wir diesen Magnesiumvertrag annehmen. Den können wir annehmen. Ja, zack. Das ist der hier. Erfüllen. Nochmal bitte bestätigen. Jo. So, jetzt haben wir hier wieder einen Vertrag offen. Aber okay. So, wo schauen wir denn, sind wir denn jetzt bei denen? Das sind die hier, die Unyielded Merchants. Da bin ich bei minus 63, also da bin ich weit, weit, weit weg. Keine Ahnung, warum ich da zu diesen Minus-Dingern komme. Möglicherweise, weil hier diese Settlers, bei denen sind wir relativ gut und bei den Royal Artisans sind wir gut. Möglicherweise hagelt uns das hier so ein bisschen bei den anderen dann die Reputation. Ich weiß es nicht. Bei denen, das waren die, mit denen wir auf dem Planeten gehandelt haben. Unten. Das war die Station gleich nebenan. Und ich würde jetzt nochmal versuchen, zur dritten Station zu kommen. Zu den, wir waren es dann nochmal schnell, das waren die da, die Unyielded Settlers. Weil da haben wir auch den Vertrag, den wir noch erfüllen müssen. Ja, da sind wir ziemlich schräg drauf. Unyielded Settlers. Also, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Habe ich da was falsch gemacht, dass ich da so eine schlechte Reputation habe bei denen? Oder ist es irgendwie eine Sache, die mit einem der Mods zusammenhängt, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. So, ich glaube, die Unyielded Settlers, das sind die da drüben. Wir schauen mal schnell. Unyielding Settlers, genau. Und da haben wir auch eine Signalquelle. Die können wir also direkt anspringen. Das Problem ist nur, dass das wahrscheinlich zu neu am Planeten vorbei, am Mond vorbei ist. Das heißt, wir können die nicht direkt anspringen. Unyielding Settlers. Das müssten die hier sein. Doch, die kann ich direkt anspringen. Entfernung zur Nähe der Koordinaten 14. Die können wir direkt anspringen. Okay, das ist ja super. Okay, da sind wir. Und wir sind im Schwerefeld. Ja, gerade so nicht. Okay. So, warum sind wir hier im Schwerefeld? Ich bin an der Station. Ist die Station im Schwerefeld? Jetzt ist weg. Okay. Alles klar. So, also wir müssen hier irgendwo andocken. Da können wir jetzt unseren Vertrag erfüllen. Also, tja,
Vielleicht weiß ja von euch jemand. Ich habe schon ein bisschen recherchiert und versucht herauszufinden, was mein Problem da ist beim Handeln. Habe aber da nicht wirklich was gefunden, ehrlich gesagt. Und also von wegen, warum handeln die nicht mit mir? Warum kann ich mit denen nicht handeln? Ich meine, es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber es ist ein bisschen blöd, weil man kann da schöne Sachen kaufen bei denen, bei den Handelsstationen. Und also Komponenten oder Schiffe oder irgendwie solche Sachen. Und das ist ein bisschen schade, dass das hier nicht funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Aber sei es drum. So, gehen zurück. So, wir müssen runter, denke ich mal. Sind noch ziemlich verdreht. Hier stimmt jetzt auch nicht mehr ganz. Okay, bereit zum Verbinden. Und ich glaube, ich muss mir den einen Verbinder da nach vorne ziehen, weil es ist immer lästig, wenn ich da so umschalten muss. Ne? So, Triebwerk ist aus. Zack, bums. Sauerstoff haben wir noch genügend, denke ich. Items hier ablegen. Ich habe keinen Liefervertrag, oder? Ah, doch. Liefervertrag, aber kein. Okay, keinen. Hier ablegen, ja. Genau, Items hier ablegen. Angenommene Verträge, den hier erfüllen können wir jetzt und Blockkonstruktion bestätigen und haut hin. Das heißt, den haben wir erledigt. Jetzt bleiben diese Panzerglas. Und Fraktionen, wir sind also jetzt mit den unyielding Settlers und da sind wir jetzt bei 93. Wir waren da, glaube ich, schon mal über 100. Ich bin nicht ganz sicher. Wir können jetzt Siliziumerz, Liefervertrag. Gütertransport. Beim Gütertransport traue ich mich ehrlich gesagt immer nicht so richtig. Weil wenn das irgendwo auf dem Mond ist oder auf dem Planeten, dann kann ich da mit dem Schiff nicht hin. Eskortenvertrag, wir sind nicht bewaffnet und wenn es zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt, ist es auch nicht wirklich gut. Die Suchverträge habe ich schon mal ein oder zwei gemacht, ein paar. Das ist okay. Ist nur ein bisschen mühsam, das Paket zu finden, ne? Weil 750 Meter Umkreis geht so. Aber es bringt halt ziemlich viel Reputation, also 10 Stück. Das heißt, wenn wir also jetzt hier sagen, wir sind bei 93, haben wir gesagt, irgendwo bei denen, ne? Wenn ich jetzt dann 10 draufpacke, dann sind wir über 100. Und wir können ja mal hier spaßeshalber schauen. Aber da sieht man schon, ich kann hier Plüschtiere kaufen, aber nichts verkaufen. Ne? Ich kann hier nichts verkaufen. Ich meine, die Power Kits kaufe ich mir gerne. Die sind nicht teuer. Ein paar Credits. Und die Medikits auch. Plüschtiere habe ich, glaube ich, schon 4 oder 5. Und Cola habe ich mir auch schon ein paar tausend gekauft. Also das bringt es nicht wirklich.
Also warum die jetzt nicht mit mir handeln im Sinne von, ich kann da Sachen verkaufen, das erschließt sich mir jetzt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, und ich glaube, ich war auch schon, was Reputation betrifft, über 100 hier bei denen. Und es war auch nicht anders. Das hat also auch keinen Unterschied gemacht. Und tja, da stehe ich also jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kann mir nicht so richtig erklären, was hier das Problem ist. Warum die nicht handeln mit mir? Pertam ist der Planet. Na, jetzt fällt es mir ein. Pertam. Der P-Planet. Ja. Also ihr seht das Problem, in Anführungszeichen. Was ist jetzt hier so ganz? Also es waren hier auch schon mal Schiffe, so Handelsschiffe, andere. Ich hab mich auch dann schon mal irgendwie so AFK irgendwo da in der Station hingesetzt für eine Viertelstunde oder sowas, um einfach mal zu schauen, erneuern sich die Aufträge, das haben die auch dann zum Teil und so weiter. Und währenddessen wurde mein Schiff dann abgedockt, seltsamerweise. Ne? Das war dann plötzlich abgedockt und ist dann langsam schon davon geschwebt und dann ist hier irgendwie so ein Handelsschiff rumgeschwirrt. Das war nicht feindlich gesinnt, ist halt irgendwie rumgeflogen. Ich konnte da nicht rein, ich konnte hinfliegen, der hat mir auch nichts getan. Hier innerhalb der Sphäre ist es wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Aber ja, ich wusste jetzt auch nicht so richtig, was ich mit denen anfangen soll. Ne? Also insofern, tja, habe ich es dann. Jetzt ist wieder dieses dumpfe Brummen. Das ist irgendwie neu. Ist vielleicht ein neues Geräusch. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Ja. Gut. Tja, also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen der Stand der Dinge hier. Ne? Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Von diesen Handelsdingen. Also warum das nicht funktioniert. Keine Ahnung. Jetzt haben wir da drüben. Wo sind wir? Wir müssen also irgendwie 250 Kilometer in die Richtung. Da können wir jetzt mal hinspringen. Ja, da kommt jetzt ein Military Mine Layer, ein Minenleger und Private Sales. Also die kommen jetzt hier irgendwie an da oben. 9 Kilometer entfernt. Und jetzt ist sogar ein dritter noch da, ne? Anliegen. Ach, das ist die Station. Aber da drüben haben wir also zwei Signale. Jetzt da Galactic Inventors Private Sale. Und da drüben ist noch ein Sacred Drilling Consortium Military Escort. Rough Traffickers Military Mine Layer. Tja, also ich weiß nicht so richtig, was man damit anfangen kann. Vielleicht wisst ihr da was. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt im Moment würde ich sagen, wir fliegen heim. Ich gehe mal hier in den Sprungtriebwerk und sag mal, wir springen jetzt nicht hier rein. Wir entfernen das und sagen, wir wollen 250 Kilometer ungefähr springen. Genau. Ich meine, ich muss mir einfach mal Markierungen setzen, vernünftigerweise. Dann können wir die direkt anspringen. Ne? So, und schon geht's wieder heim.
So, die Kapazität mit den vier Sprungtriebwerken sind wir im Moment total oversized. Also das ist nicht das Problem. Magnesium, wo ist unser Standort Solar? Da unten sind wir, links unten. Ja, also das ist nicht das Problem. Die Reichweite ist super und so weiter, 34 Kilometer. Also das schaffen wir im Moment locker. 34, kriege ich das gebacken? 32. Ja. So. Also das sind meine Probleme im Moment, dass ich die... Na gut, jetzt hat er natürlich den Long-Distance-Flugsprung gemacht. Da sieht man, es braucht er jetzt bis er auflädt. Aber auch das, mit den 18 Batterien geht es super, super schnell. Ne? So, jetzt können wir springen. 40 Kilometer. Gut, also da haben wir gut dabei. Meine Probleme sind, warum handeln die nicht mit uns? Und wie kann ich bei meinem Jump-Triebwerk wie kann ich da, jetzt sind wir übers Ziel hinausgesprungen, warum auch immer, wie kann ich bei meinem Jump-Triebwerk die Kilometerentfernung einstellen, die ich haben will? Das wären so meine Fragen, die ich jetzt im Moment gerade habe. So, und jetzt können wir da mal kurz in die Richtung fliegen. Und wir drehen uns gleich mal so in die richtige Richtlinie, Lage. Gut, das sind jetzt 6 Kilometer. Ja, da könnte man sogar noch mal springen. 5 Kilometer Sprung, weil 5 Kilometer kann ich nur einstellen. Zack. Das Problem ist, man behält die Geschwindigkeit und die Richtung bei nach dem Sprung. Das heißt, wenn wir jetzt noch mit einer Restgeschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde springen, dann springen wir damit auch am Ziel mit der Geschwindigkeit. Das heißt, wir fliegen jetzt ein bisschen über unser Ding hinweg. Ne? Sehen wir jetzt, das bremst da ein. Wir können jetzt schon mal nach unten gehen. Wir können uns schon mal drehen. So, wir gehen ein kleines bisschen nach vorne. Und jetzt können wir nach links. Wir müssen ein bisschen nach links und wir müssen dann runter. Kriege ich denn am besten die Perspektive gebacken? So, okay. Ja, also so weit, so gut. Ich würde sagen, das war der Ausflug in Anführungszeichen. Da wollte ich euch mal kurz zeigen, wo mein Problem liegt im Moment, eben beim Handeln, dass ich mit denen handeln kann. Ne? Das
irgendwie funktioniert noch nicht so richtig und ich weiß nicht warum. Das ist so ein bisschen mein Problem an der ganzen Sache, dass ich da gar nicht so richtig weiß, was ist das Problem. Und ja, und wie gesagt, ich habe da schon mal recherchiert, aber nicht wirklich was gefunden. Und deswegen wäre ich da interessiert, vielleicht habt ihr da irgendwie eine Ahnung. Was da falsch läuft beim Handeln. Was läuft falsch? Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sind eh wieder ein kleines Stück über der Zeit, aber das sei mir verziehen erstmal. Jetzt sind wir hier zu weit. So, ja, also ich denke, das war's für die Folge. Und ja, vielleicht weiß der eine oder andere oder die eine oder andere irgendwie, woran das liegen könnte, dass das Handelssystem hier nicht richtig funktioniert. Ich meine, die machen es einem da nicht ganz einfach, irgendwie, finde ich, ne? Schauen wir mal. Gerade nochmal hier andocken. Bereit zum Verbinden. Gut, dann verbinden wir. Triebwerke aus. Zack. So. Ja, das war's. Und das war ein kleiner Handelsausflug. Das neue Solarfeld bewährt sich, denke ich. Wir haben noch diesen mit Ü, diesen einen Liefervertrag, Panzerglas. Da muss ich das nächste Mal, wenn ich losfliege, muss ich nochmal checken, dass wir genügend von allem dabei haben. Und ich würde dann auch ein bisschen Erze mit einpacken, damit wir genügend Erze haben. Okay, dann bin ich da schon mal gespannt. Was ist da unten? Da fehlt jetzt plötzlich eine Treppe und der ganze Vorbau. Hä? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Das ist ja witzig. Hier fehlen die Treppen und der ganze Gittervorbau. Und hier, mein Plüschtier fehlt. Da war ein Plüschtier. Da habe ich ein Plüschtier hingelegt. Ja, das habe ich euch gar nicht gezeigt bisher. So als Goodie-Zoch. Ich habe hier die Dinger ein bisschen umgebaut. Ich habe hier einen Bildschirm hingebaut. Bett ist noch dasselbe. Ich habe hier die Dusche. Hier gibt es tatsächlich eine Dusche. Hier eine echte Dusche eingebaut. Und habe dann die Toilette hier um die Ecke gebaut. Und habe hier nochmal eine kleine Cafeteria, wo man so ein bisschen Kaffee sich ziehen kann. Und hier haben wir ein bisschen Bücherboard. Da ist jetzt das Plüschtier. Ja, aber das ist nicht das, was ich gebaut habe. Und ich habe die beiden Dinger umgebaut. Ich habe die also umgebaut. Und da oben fehlt mir jetzt was. Also da fehlt mir jetzt die zweite Treppe und oben das Gitter. Und jetzt schauen wir mal hier. Ich habe das hier nämlich auch entsprechend umgebaut. Ja, das ist noch alles da. Das Board und so weiter. Also das ist alles da. Aber warum das jetzt hier verschwunden ist, das wundert mich. Und das kann ja auch kein Meteoriteneinschlag sein eigentlich, oder? Nee.
Weil der müsste dann irgendwie so ganz flach hier reingeformt sein, dass das genau das trifft hier, ne? Mysteriös. Mysteriös. Wirklich. Okay. Okay. Naja, gut. Also, wir lassen es mal dabei. Ich lade mich nochmal kurz auf. Und dann gehen wir auf die Couch. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Freut mich natürlich immer. Und wenn ihr neu seid und noch kein Abo habt, dann gerne auch ein Abo. Und dann verpasst ihr keine der Folgen. Und ich werde versuchen, so mich ein bisschen zu beschränken und die Folgen auch ein bisschen kürzer zu halten. Nicht ganz so, aber ihr seht schon, wenn man ein bisschen was macht, plus dann Handel und so weiter, dann ist eine Stunde ist ruckizucki rum. Und wie gesagt, die zwei Probleme, wie kann ich beim Schwungtriebwerk, beim Sprung die Entfernung in Kilometer einstellen statt in Prozent? Das wäre das eine. Und das andere, warum handeln die nicht mit mir? Zwei Fragen, vielleicht habt ihr eine Antwort. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.